Und so stärken sie den unteren Rücken und stabilisieren die Wirbelsäule in Taillenhöhe. In Rückenlage die Arme seitlich wegstrecken und das Gerät zwischen beiden Füßen auf Dauerzug nehmen. Die Knie so weit anziehen, bis Oberschenkel und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden. Dann beide unter Dauerzug stehenden Knie langsam nach rechts und links absenken, soweit sie kommen. Der obere Rücken und die seitlich ausgestreckten Arme bleiben dabei fest auf dem Boden liegen. Bitte 5 Absenkungen zu jeder Seite, das ist ein Satz. Die Übung kann auch Gefügestörungen der Wirbelsäule korrigieren. Bei jedem Absenken ausatmen, bei jedem Hochgehen einatmen.